Hyundai hat sich wie wenige Hersteller in den letzten Jahren extrem gut entwickelt. Dies lag zuletzt aber auch an dem sehr erfolgreichen i30 und dieser soll nun als Kombi folgen. In Genf steht somit der i30 Kombi, da in Europa und besonders in Deutschland immer noch die Kombi-Varianten ganz oben in den Zulassungsstatistiken liegen. Schon in der letzten Generation hatte der Kombi in der i30-Palette einen Anteil von ca. 25%. Dies soll sich nun noch einmal auf ca. ein Drittel steigern. Die neue Generation des Hyundai i30 Kombi spricht laut Thomas Bürkle, dem Chefdesigner im Europäischen Designzentrum in Rüsselsheim, die Designsprache der i30-Familie. Die sanft abfallende Dachlinie und die eleganten Proportionen des Fahrzeugs sollen dem Kombi eine coupéhafte Silhouette verleihen. Bei gleichem Radstand wie die Limousine streckt sich der Kombi 24 cm länger auf 4,58 m. Damit ist er 10 cm länger als sein Vorgänger und das führt auch zu einem gewachsenen Kofferraum. Hyundai gibt als Volumen 602 Liter an. Bei umgelegten Rücksitzen und dachhoher Beladung steigt es auf maximal 1650 Liter. Damit übertrifft der neue das bisherige Modell und konkurriert sogar mit dem 20 cm längeren i40 Kombi aus der eigenen Familie. Ein wunderschöner Kombi, der neue i30 Kombi, der genauso wie die fünftürige Limousine in den Sicherheitsaspekten der beste seiner Klasse ist. Bereits vom Einsteiger sind fast alle Sicherheitsaspekte an Bord, sodass der Kunde wirklich seine Sicherheitsbedürfnisse vollkommen befriedigt sieht. Also wir haben in Deutschland mit dem Kombi viel vor, weil wir meinen, wir haben noch viel Potenzial, speziell im Flottengeschäft. Wir waren im letzten Jahr im Privatgeschäft sehr stark, 54% Benchmark in der Industrie. Und der Kombi hinkte etwas hinterher. Und das werden wir mit diesem Kombi in diesem Jahr aufholen. Und der wird einen deutlichen Anteil, 15-20% vom i30 machen. Die größte Überraschung ist in Genf das Hyundai FE Fuel Cell Concept, das einen Ausblick auf die Brennstoffzellenzukunft gibt. Damit verweist die Marke auf die mittlerweile vierte Generation der Antriebstechnik und verpackt die Technik in einen SUV. Wir haben immer gesagt bei Hyundai, Brennstoffzellentechnologie ist das, wo wir langfristig hinwollen und was wir langfristig ausbauen wollen. Das ist die umweltfreundlichste und effizienteste Technologie bei den alternativen Antrieben. Und darum ist das ein eigenständiges Fahrzeug. Beim IONIQ sind wir die einzigen, die für ein Modell drei alternative Antriebe bieten. Und wir wollen bis zum Jahre 2020 noch 15 weitere Modelle mit alternativen Antrieben ausstatten, sodass wir dann zu den führenden Anbietern alternativer Antriebe gehören. Ein weiteres, fast unbemerktes Highlight bei Hyundai in Genf ist die Vervollständigung der IONIQ-Palette. Nach Elektro-IONIQ und Hybrid-IONIQ ist nun der dritte im Bunde verfügbar, der IONIQ Plug-in Hybrid. Wir sind auch derzeit die einzigen, die alle wichtigen alternativen Antriebe in Serie anbieten, also Hybrid, Elektro, Plug-in und Brennstoffzelle. Wir haben letztes Jahr den IONIQ Hybrid und den IONIQ Elektro in den Markt gebracht und jetzt kommt der Plug-in Hybrid im Sommer. Neue Modelle und neue Antriebstechnik am Stand von Hyundai auf dem Genfer Autosalon 2017.